Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich möchte heute gerne etwas machen, was ich immer schon sehr gerne gemacht habe. Und dafür gab es auch mal Kritik und dafür gab es auch mal Lob. Aber es ist, glaube ich, die perfekte Zeit, kurz vor dem Release und den ersten Eindrücken vom Multiplayer und den anderen Eindrücken von der Kampagne von Cold War, Black Ops, Call of Duty, Black Ops, Cold War. Mein Gott, es wird sehr kompliziert dieses Jahr, das so auszusprechen. Aber es ist irgendwie auch komisch zu sagen CODBOCW oder wie auch immer man es nennen will. Aber ich möchte über die Fehler sprechen oder die Wünsche, die wir für das nächste COD jetzt haben. Ich werde heute 5 Sachen präsentieren, die für mich in Call of Duty Modern Warfare einfach komplett fehl am Platz waren und schlecht gemacht waren. Und steigt deswegen sozusagen automatisch darauf ein, was ich mir eben im Gegensatz dazu zum neuen COD wünsche. Und ihr könnt alle euch die 5 Sachen einmal anhören, anschauen, angucken und dann selber, jeder bitte, einen Wunsch in die Kommentare schreiben. Und ich werde dann ein zweites Video darüber machen, über die Wünsche von euch als Community fürs neue COD. Ihr könnt ja gucken, ob es Sachen gibt, die ich jetzt noch nicht genannt habe, die für euch wichtig sind. Ich gucke mir ja, das wisst ihr, alle Kommentare an und werde dann aus den besten Kommentaren von euch die 5 wichtigsten Sachen mit rausschreiben. Das wird bei Activision nicht unbedingt dafür sorgen, dass jemand die Sachen so ändert, wie wir sie haben wollen, aber es ist mal ein kleines Experiment, um zu gucken, ob die Community, also ihr, das vielleicht ganz anders seht als ich oder ob wir da relativ ähnlich sind. Und Nummer 1, es ist jetzt absteigende Reihenfolge, die erste Sache, die wirklich im neuen COD nicht sein darf, ist für mich Skill-Based Matchmaking. Es macht einfach keinen Spaß, ein Call of Duty zu zocken, indem man in jeder Runde aufs Scoreboard schaut und sieht, dass der erste 30 Kills hat, der zweite 30 Kills, der dritte 30 Kills, der vierte und der fünfte. Ich habe Runden jetzt in Modern Warfare gehabt, da sahen alle 12 in der Lobby bei 15 Kills und 15 Toten. Das macht absolut keinen Spaß, denn letzten Endes spielen wir Casual Players, egal ob YouTuber, Content Creator, normaler Spieler. Wir spielen hier nicht um die Champs, wir spielen hier nicht um den goldenen Ring oder $500.000 oder ein Einfamilienhaus. Wir spielen, weil wir Spaß haben wollen. Und man kann in so einem Spiel keinen Spaß haben, wenn man in jeder Runde competitive spielen muss. Das heißt, man muss wirklich schwitzen, an sein Limit gehen. Es gibt die Methode des Reverse Boosting, da haben wir ja ganz viele tolle deutsche und amerikanische YouTuber, die das relativ häufig machen und dann Videos hochladen und dann sich feiern dafür, dass sie 80 Kills machen. Kann jeder machen, wie er will. Mir ist es zu dumm, mich da stundenlang am Tag hinzusetzen und mich selbst zu töten, damit ich 2-3 Runden ein bisschen Spaß habe. Dann lasse ich es lieber ganz. Aber jedem das seine. Skill-Based Matchmaking gehört für mich in kein COD, es sei denn, man hat eine Ranked Playlist. Eine Ranked Playlist, wo ich sehen kann, in welcher Division bin ich, wie gut bin ich im Vergleich zu anderen guten Spielern, und da mache ich das bewusst. Aber ich möchte auch gerne im Multiplayer einfach mal, wie die letzten Jahre es auch eigentlich möglich war, irgendwas spaßeshalber machen. Nicht mit der M4 oder der MP5 oder MP7 rumlaufen, sondern auch mal mit der AUG oder mit der SAR oder mit irgendwelchen Waffen. Ich will mal ein bisschen trollen, ich will ein bisschen Spaß haben, ich will mal ein bisschen erfolgreich spielen. Und das ist alles nicht möglich, wenn man, egal wie gut man spielt oder umso besser man wird, immer in schwierige Lobbys kommt. Deshalb mein absoluter Wunsch Nummer 1, kein Skill-Based Matchmaking. Ich muss dazu aber auch sagen, 95% der Community besteht eher aus Anfängern, um das freundlich zu sagen. Das heißt, Skill-Based Matchmaking ist natürlich darauf ausgerichtet, dass diese Anfänger einfache Lobbys haben, dadurch mehr Spaß haben, und da es 95% der Community ausmacht, sind das auch die Leute, die am Ende einfach mehr ausgeben in dem COD. Wenn ich Spaß habe mit dem COD, kaufe ich mir mal einen Skin, eine Waffe, einen Operator, irgendwas, und 95% machen eben mehr aus als die 5% von uns, die da wirklich dann sagen, mich trifft das Skill-Based Matchmaking extrem. Das mein erster Punkt, absolut wichtig. Bitte Treyarch, Activision, wer auch immer es entscheidet, macht es nicht ins neue COD. Es zerstört das COD. Das zweite, und das habe ich nicht verstanden, warum das überhaupt gemacht wurde, die Minimap. Wir haben jahrelang, jahrzehntelang die gleiche Minimap gehabt. Sobald man ohne Schalldämpfer schießt, wird man auf dem Radar angezeigt. Jemand, der gecampt hat, wurde damit dann wirklich, ich sag mal, überführt. Man konnte sehen, wo er ist. Dieses Jahr haben wir eine Minimap gehabt, wo die Schüsse nicht zu sehen waren. Es sei denn, man hat eine Drohne oben gehabt, was gar keinen Sinn für mich irgendwie macht, also überhaupt nicht. Selbst mit der persönlichen Drohne hat das irgendwie nur so halb funktioniert.
Ich möchte eine ganz normale Minimap, auf der Schüsse angezeigt werden, so dass ich Leute, die auch irgendwo campen, einfach sehen kann. Dieses Jahr, dieser Kompass oben, wo dann in der Richtung angezeigt wurde, von wo der Schuss kam, war absolut wirklich einfach schlecht. Das dritte, und vielleicht verstehen das einige, aber vielleicht auch einige nicht, Totenstille ist für mich essentiell in einem COD. Und nicht als Field Upgrade, was ich dann alle 20 Sekunden mal für 5 Sekunden nutzen kann, sondern als dauerhaftes Perk. Es ist absolut nervig, wenn man schon keine Minimap mehr hat, wo Leute sich dann verstecken, dass die einen auch noch einfach hören. Und ich bin so oft im Multiplayer, wenn ich es mal gespielt habe, gestorben und habe mir Killcam gesehen, dass jemand irgendwie durch eine Wand plötzlich gehört hat, dass ich irgendwo angelaufen bekomme und mich dann getötet hat. Das hat nichts mehr mit Spaß zu tun, das hat nichts mehr mit Skill zu tun, das ist einfach nur nervig. Totenstille, gerade in sowas wie Suchen und Zerstören, ist das einfach unglaublich wichtig. Man möchte Gunfights haben, man möchte Leute dazu bewegen, dass sie sich generell bewegen, und ich habe ganz viele Spieler gesehen, die sich nicht bewegt haben, weil man ihre Schritte hören kann. Das ist also absolut wirklich eine dumme Idee gewesen. Bitte Treyarch, Activision, wer auch immer verantwortlich ist, wir wollen Totenstille als Perk haben. Etwas, was viele von euch vielleicht gar nicht mitbekommen haben, ich werde es euch einmal erklären. Infinity Ward hat ja über die letzten Monate wöchentlich, monatlich, täglich Updates für Modern Warfare rausgehauen. Da sind dann mal neue Sachen implementiert worden, es gab Waffenpatches, die einen wurden genervt, die anderen wurden gebufft, es gab neue Waffen, es gab Bugs, die behoben worden sind. Plötzlich sind die Ansichten geändert worden, also ganz viele Sachen, die ja generell in Ordnung sind, und dann sind Patchnotes dafür entschieden. Das heißt, die Patchnotes, die seht ihr meistens dann auf Twitter, hier in dem Fall ist es Ashley irgendwas, so eine Community Managerin von Infinity Ward, die leider gefühlt sehr inkompetent ist. Und diese Patchnotes, die da geschrieben werden, sollen eigentlich immer den Leuten auf einen Blick zeigen, was hat sich mit dem Update geändert. Zum Beispiel 5% Punkte weniger Reichweite für die MP5 mit Aufsatz A oder B. Das ist für einige relativ wichtig, für die Pros, für die CDL, für die Champ-Spieler ist das sehr, sehr wichtig zu wissen, was hat sich bei den Waffen geändert. Und Infinity Ward hat es das ganze Jahr über hingekriegt, dass sie es einfach falsch geschrieben haben oder gar nichts darüber geschrieben haben. Es sind Updates gemacht worden und die Leute haben dann irgendwie selbst rausfinden müssen, dass jetzt zum Beispiel die MP5 vier Tage vor den Finals, die meistgenutzte Waffe von den CDL-Spielern, dass da einfach die MP5, dass die gesamte Ansicht bei einem Visier geändert wurde, wenn man in Scope reingegangen ist. Und das haben die Leute durch Zufall erfahren. Das steht nirgends von den Patchnotes. Manchmal stand, dass die Scar jetzt weniger Rückstoß hat. Aber in Wirklichkeit war es so, dass nach dem Update die Scar plötzlich mehr Rückstoß hatte. Oder dass die M4 jetzt eine höhere Feuerrate hat, angeblich. Letzten Endes war es dann aber weniger. Also das ganze Jahr über haben wir Updates bekommen und dazu falsche Infos oder gar keine Infos. Ich würde mir wünschen, dass Treyarch das eigentlich so macht, wie sie es letzten Jahre gemacht haben. Das war immer ziemlich gut. Punkt A, B, C, D und E wurde geändert, so haben wir es geändert, und das einfach aufschreiben, so dass die ganze Community nach dem Update nicht alles durchprüfen muss, sondern weiß, was hat sich geändert, wo muss ich meinen Spielstil vielleicht ändern oder. Die letzte Sache für mich heute, die jetzt auch wirklich wichtig ist, wir haben Gott sei Dank dieses Jahr einen Hater gehabt, aber was ich dazu nicht verstehe, sind zwei Punkte, deswegen Unterkategorie. Der erste Punkt, warum wird mir jemand in Warzone zum Beispiel nicht angezeigt mit einem Hater, wenn ich 3 Drohnen rufe, wenn er Geist hat? Und das zweite im Multiplayer, warum wird mir nur ein roter Punkt angezeigt, wenn er Geist hat, wenn ich einen Hater habe? Ein Orbitalsatellit, ein Hater, ein V-Set, ihr könnt es nennen, wie ihr wollt, war schon immer so, dass ich alle Gegner sehen konnte, die sich, wohin sie sich bewegen, in welche Richtung sie gucken und. Dafür ist es ein Orbi und dafür muss man ja auch etwas schaffen. Man kriegt den ja nicht geschenkt. Ihr müsst schon im Schnitt 12, 13, 14 Kills dafür machen. Und dafür sollte diese Streak dann auch 100% so funktionieren. Vor allen Dingen sollte sie nicht nach 10 Sekunden schon vorbei sein. Und jetzt noch viel wichtiger, ich möchte gerne in einem Multiplayer auch mehrmals meine Streaks erreichen, ohne dass ich dafür sterben muss. Wenn ich einen Hater erreicht habe, hier in Modern Warfare, kann ich den im gleichen Leben nicht nochmal erreichen, weil man die Streaks nicht überlappen kann. Das hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich weiß nicht, warum das geändert wurde. Es sind ganz viele Sachen, die generell keinen Sinn machen, aber ich würde mir wünschen, fürs neue COD,
Ich möchte Streaks haben, die sich wiederholen können. Wenn ich einen Hater habe, dass ich mir einen zweiten erspielen kann, das macht den Spaß für mich aus. Es ist wirklich nervig, wenn man im Prinzip seinen Hater erspielt, sich dann töten lassen muss, den Hater nochmal erspielen, dann sozusagen beide nacheinander aktivieren, um auf eine Nuke zu gehen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Deshalb mein Wunsch, absolut Treyarch Activision, lasst uns Streaks einfach nochmal haben in unserem gleichen Leben. Wenn ich 24 Kills mache, durchgängig, ohne zu sterben, habe ich es auch verdient, zweimal meine Streak zu bekommen. So einfach ist das. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, warum ich diese Punkte genannt habe. Schreibt gerne in die Kommentare, was für euch ein wichtiger Punkt ist, was ihr unbedingt im neuen COD haben wollt. Und ich werde dann zusammensammeln und Mitte, Ende dieser Woche dann ein Video für euch fertig machen, wo ganz klar steht, welche Punkte ihr haben wollt. Und dann können wir mal vergleichen, was dabei ist. Lasst gerne ein Like da, Leute. Ich bin raus. Haut rein.